Deus Vult, liebe Freunde, und willkommen zurück beim Teuton. Heute mit einer barbarischen Verlobung von der Kampagne Attila der Hunne im Koop, dem lieben Florian. Hallo. Ich würde sagen, wir starten direkt hinein. Du müsstest dich nur noch bereit machen. Natürlich. Sehr schön. Mit dir kann man einfach arbeiten. Einmal mit Profis, sage ich nur. Ja. Okay, ich als Profi in Age 2. Ja, das... Oh, was ist denn hier passiert? Unsere Truppen sind von den letzten Angriffen noch geschwächt. Wir müssen uns neu ordnen, bevor wir das Land der Franken verwüsten. Timo, Süte. What? Ja, das ist halt das Problem, wenn du keine Story hast. Weiß gar nichts, was abgeht. Du hast hier unten noch ein Speer und... Ja. Zaza. Okay, was sind denn die Ziele überhaupt? Burgund, Metz und Orleans. Naja. Und das Weströmische Reich müssen wir nicht angreifen. Kann es sein, dass wir die als Verbündete bekommen? Naja, ich bezweifle es stark. Ich meine, wir haben sie auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen so unterworfen. Na gut, wir haben sie hart gemobbt, aber... Ja! Ich glaube, die werden sich nicht so leicht unterwerfen lassen. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, bauen wir direkt hier Dorfzentrum. Ja, dann gleich noch im unteren Ecke der Karte. Ja. Ich erkunde hier ein bisschen nach hinten, damit wir hier auch genau wissen, was hier ist. Ja. Aber hier bei uns sind auf jeden Fall gut Bäume. Und viel Gold, das ist sehr wichtig. Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ich frage mich, was aus dem Gold aus der letzten Mission geworden ist. Tja, das haben wir ausgegeben zur Reichsgründung. Ja. Timo, Motching. Ah, jetzt haben wir sogar 150 Bevölkerungslimit. Sehr schön. Und wir können endlich die Imperialzeit erreichen. Na Mensch, es geht vorwärts. Ich lese mir gerade die Hinweise durch und hier steht, zu Beginn sind ihre Truppen verstreut. Suchen sie nach einem geeigneten Platz für das Lager und gehen sie den Wölfen aus dem Weg. Mitten im Winter ist die Nahrungssuche schwierig, aber es gibt hungrige Rehe. Oh! Ja! Ah. Ich bin mitten ins rote Dorf reingeritten. Das könnte mir halt vorher auch mal einer sagen, dass hier das rote Dorf ist. Oder? Naja, gut. Ich hätte es dir gesagt. Hier ist ein Friedhof. Auch entspannt, da sind gleich die Hellblauen daneben. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es dir natürlich gesagt. Ja, hätte Slavenkehle. Darfst du heutzutage auch nicht mehr sagen. Oh, ist ein Schafe. Hättet euch Schafe. Schnell, bringt euch in Sicherheit. Nein, Spiel aus. Und das ist der dritte Hinweis. Sie können es nicht mit der Technologie der Franken aufnehmen, aber sie sind ihnen zahlenmäßig weit überlegen. Lassen Sie die Horde auf die Städte Galliens los. Was? Wir greifen uns an? Wo greifen die uns an? Ja. Gallien. Ach so, ja. Wir greifen die Gallier an. Und die Gallier waren die Deutsche. Was? Oder? So Lack gesoffen? Nö. Wo waren die Gallier nochmal? Ich glaube, Gallier waren Italien. Italien, Frankreich waren die angesiedelt. Ja. Das google ich jetzt da kurz. Frankreich, Italien, irgendwie sowas. Gallien. Italienisch. Ja. Ich glaube, Norditalien war das, um es genau zu nehmen. Wo ist das heutige Gallien? Ja, zu faul ist zum Eintippen. Das ist das heutige Frankreich. Belgien und Teile von Westdeutschland. Da war das doch so weit oben, ja?
Okay. Also hier steht jetzt gerade, im Wesentlichen dem heutigen Frankreich, Belgien, Teilen Westdeutschlands, Trier lag in Gallien, sowie ein nordwestliches Drittel der Schweiz und Norditalien, also dem Gebiet zwischen dem Rhein und im Osten und den Alpen und dem Mittelmeer im Süden. Okay. Das war ja überhaupt mal Land, ja nichts. Gallien war echt groß. Naja. So, nur das Weströmische Reich ist wahrscheinlich dann irgendwo hier im Südwesten. Deswegen heißt es auch Weströmisches Reich. Aber ja, kann sein. Ja. Gibt's denn noch mehr Nahrung? Gibt's doch. Stimmt irgendwo. Hier gibt's noch ein paar. Sollen wir schon mal auf. Oder sollte einer von uns schon mal auf ein paar Soldaten gehen? Ja, ein paar Soldaten sind eigentlich immer gut. Okay. Aber ich merke gerade, dass man hier eigentlich sehr gut wallen kann. Ja. Bei unserer Hauptsiedlung kann man eigentlich hier perfekt wallen. Das kannst du eigentlich gut zumachen, ja. Yep. Oh, ich brauche noch mehr Holz. Oh, Wölfe. Ein Wolf ist gerade bei einem. Ja, dann macht er alles gut. Das ist ein hartes Leben. Ich schau mal kurz, ob ich vielleicht das Weströmische Reich erkunden kann. Und, aber ja, gehen wir nicht bei Versuche drauf. Brauche dich noch. Geht er eh nur mit zwei berittenen Speeren. Dann tue ich dies. Anchung. Hier ist eine nicht feindlich gesinnte Orleans-Burg. Also eine Burg von den Orleans, oder wie man das ausspricht. Ja, na klar sind die feindlich gesinnt. Nein, nicht feindlich. Die halt mal da genug ran. Hier. Na klar sind die feindlich. Wieso schießt die Burg dann nicht? Ah, jetzt, wenn ich genau einen Meter davor stehe. Ich glaube, die haben einfach keine gescheiten Ballistik-Sachen entwickelt, ne? Yeah. Und die Brücken gehören den Orleans. Ja gut, aber ich glaube, die können die nicht kaputt machen. Ja. Und daher sollte das alles eingelotet sein. So, 150. Ich würde sagen, machen wir mal 70, 80 Arbeiter oder sowas in der Dreh. Yep. Hat man hier auch mal gescheit wirtschaften können. Weißt du was? Wir sind Hunnen, ich gehe auch Brittner. Tu dies, das ist ja richtig. Demo. Na, aber wir brauchen auf jeden Fall, also ich glaube, Franken haben wahrscheinlich Axtwerfer, viele Paladiner. Das heißt. Wahrscheinlich Pikiniere dann. Einfach viele. Okay. Irgendwie ist das Weströmische Reich nicht im Westen. Tja. Das ist natürlich nie so vorteilhaft. Also ich sehe es zumindest nirgends. Ah, was ich sehe, ist eine schöne Reliquie. Ja, bis wir da hinten sind und die geholt haben. Naja, obwohl versuchen können wir es. Einen kleinen Begleitdruck. So, ich muss jetzt mal ein paar mehr Dorfzentren bauen, jetzt geht zwar nichts vorwärts. Ja, nicht. Timo. Jetzt reicht der Stein wieder nicht dafür. Mag oder was? Scheiß Wölfe hier überall, ey. Nervige Misttiere. Ach, das war das Falsche. Also hier führt auf jeden Fall ein Weg vor in regelmäßigen Abständen Außenposten von Orleans. Ja, dann will ich was sehen, ne? Ja.
Wo das Weströmische Reich ist, ist eine gute Frage. Ist es vielleicht im Süden? Tja. Entweder jetzt kann es eigentlich nur noch hinter den Burgund sein oder hinter den Metz. Ja gut, aber das Weströmische Reich ist ja eher uninteressant. Trotzdem, ich würde gern wissen, wieso wir die nicht töten müssen. Ich glaube, die sind einfach zu klein. Stimmt. Ich sehe gerade, dass sie nur 50 Punkte haben. Das fällt aber zeitig auf. Oh! Komm, roter Ritter. Soll ich. Hallo? Ihr könnt auch gerne hier weiterbauen. Soll ich kurz mal. Brauchen wir auf jeden Fall Einheiten. Da haben wir gerade ja meine. Ja, scheiße. Okay, gut, das war ein Satz mit X. Also der Rote hat Axtwerfer. Ja, und Ritter. Welches Volk sind die eigentlich? Franken sind das. Timo. Bitte gut spielen. So, dann müssen wir dann anschließend mal zumachen, gleich. Ja, kann ich machen. Wieso machst du eigentlich nicht mit Stein zu? Warum soll ich denn? Stein ist wertvoll. Brauchst für Burg und sowas. Ja gut, wenn du am Scheiße machst, dann... Warte mal, mach da mal ein Tor rein, meine Truppen müssen da noch raus. Ja, ich... sofort. Oh, ein Harbert sind an der Nahrung, Harbert. Timo. Hab ich schon beinahe gedacht. Ja, bisschen was. Okay, Motching. Amrmindu. Bin gerade dabei, ein bisschen Nahrung herzustellen. Bau jetzt erstmal Markt hin, ansonsten. Timo. Zaza, Mberlichung. Timo. Okay, willst du deinen Marktplatz nicht irgendwie lieber. Kommen wir doch dann noch einen anderen bauen. Ja, da ist mal drüber schon einer. Oder stört er dich? Nö. Weil ich brauche halt hier hinten einen. Und ich hab hier übrigens was gebaut. Damit die Leute rauskommen. Nein, wo rennen denn die schon wieder hin? Oh, die sind so dumm. Ja, aber erstmal, du musst auf jeden Fall berittene Bogenschütze machen. Okay. Ja, ich schau mal, was ich da machen lässt. Hast du eigentlich auch mal vor, die Palisaden da auch fertig zu bauen? Wo? Hier. Nee, hier, ja. Naja, die haben sich gerade irgendwie verflüssigt, alle. Okay. Ah, scheiße, Nahrungssuche ist ja echt. Ja, mach Felder. Ja. Natürlich, Ressourcen sind halt geiler, aber verlierst halt einen Haufen Leute dabei. Hast du mir vielleicht 100 Stein? Ja. Okay, gut. Gibst du es mir kurz? Warte. Weil dann könnte ich mir. Oder warte. Nö, alles gut, ich hab's mir kurz gekauft. Ach,
Aber lass mal dann erstmal auf die Metz gehen, na? Auf die Burgund, meine ich. Ja. Weil die sind die leichtesten und wenn die rausgehen, raus sind, können die später dann auf jeden Fall nicht gefährlich werden. Geh mal mit einem kleinen Kavallerie-Rush rein. Die ganze Netrushen, die ja, sag ich doch. Komm wieder zurück, den brauchen wir noch. Oh. Kannst du sowas wie Bogenschütze machen oder so? Dann würde ich Infanterie machen und Ritter. Okay, ja. Dann baue ich hier ein paar Schießanlagen. Ah, perfekt, ja. Doch, lass doch wieder zu. Ja. Lock sie zur Burg. Scheiße. Fuck. Warum greifst du mit deinen Dorfbewohnern alle an? Ja, ich hab die aus Versehen ausgewählt. Ach so. Das war aus Versehen. Weil mit den Dorfbewohnern wollte ich jetzt eigentlich. Verschont uns, oh mächtige Hunnen. Wir werden uns euch anschließen, wenn ihr uns einen Tribut von 500 Gold entrichtet. Ah, zu spannend. Unserem Schutze eine Burg in unserer Stadt errichtet. Sollst du das Gold? Ja, kann ich machen. Okay, gut, weil dann. Dann zahle ich denen. Dann zahlst du denen das Gold. Wenn ich gehe Burg, ja. Da, wo muss ich da die Burg hinbauen? An Burgund. Na, wahrscheinlich bei denen mitten ins Dorf. Okay, gut. Zahlst du kurz das Gold? Ja, ich brauche noch ein Stück. Ich hab mal zu viel Gold. Wie viel brauchst du noch? Ja, 100 Stück. Also ein bisschen mehr, aber ansonsten das, durch den Tribut hast du ja auch wieder Verluste, ne? Ja gut, danke. Könntest du mir hier kurz mal helfen, das abzuwehren, weil ich hab noch... Okay, ja, alles gut, die hängt doch eh dort an dem Mauern fest. Okay, wenn du das sagst. So, Tribut ist entrichtet. Nee, an dich habe ich das Gold geschickt. Warum habe ich noch an dich geschickt? Ich hab nichts bekommen. So, ich hab's auch einen Burgund geschickt. Ja. So, müssen wir da mal einen Burg holen. Ja, aber trotzdem, dafür, dass wir, um da eine Burg bauen zu können, müssten wir hier kurz ein bisschen. Die töten. Oder, nö, kann sein, dass du es mir doch geschickt hast, aber ich es für Ritten rausgehauen habe. Mhm. Ohne dass ich es gemerkt habe. Das war natürlich auch sehr geil, aber... Ja, das war dann auch so sehen. Ja, alles gut, ich habe aber gepennt. Das liegt dann nicht nur an dir. Ja, oder? Ja, fuck, jetzt weiß ich nicht mehr. Habe ich erst Truppen ausgebildet und dir dann 100 Gold geschickt oder andersrum? Ja, andersrum. Okay. Nein, bin ja ständig auch da, ich hab's dir geschickt. Okay, gut, ja dann. Dann schicke ich dir. Wie viel brauchst du noch? 200 Stück. Danke sehr. So, Burgund. Wir wissen dieses Zeichen so, eures schön. Guten Willens zu schätzen. Wenn ihr noch eine Burg in unserer Stadt errichtet, werden wir wissen, dass man euch trauen kann. Ihr Hast habt 10 Minuten. Ich hab sie schon in Auftrag gegeben. Ah, fuck. So, aufschließen. Das dauert alles, ja. Nicht gedauert so. Mottchen. Ich hab zu viel Holz. Okay, das brauchen wir mal verkaufen und dann muss ich das machen. In 10 Minuten schaffen es 5 Dorfbewohner eine Burg. Oh, maximal 10 Minuten. Es geht nur darum, dass die dann angegriffen werden.
Aber wieso steht hier besiegen Sie Burgund, wenn wir jetzt uns mit ihm verbünden? Das kannst du mal, also jetzt sind ja die optionalen Ziele. Ich glaube, die zählen dann als Sieg quasi. Wenn ja, die mit, wenn die mit uns kämpfen. Wahrscheinlich. Nö, hier steht wirklich in den Zielen, Burgund wird sich ihnen anschließen, wenn sie innerhalb von 10 Minuten eine Burg innerhalb des markierten Gebiets der Stadt, ihrer Stadt errichten. Dann hast du ein markiertes Gebiet? Ja. Okay. Ist noch gerade so drinnen. Das sind wahrscheinlich das, die abgesteckten Dinger hier, ne? Ja, hoffe ich mal. Sonst haben wir Probleme, Mama. Ja, also Burg ist gleich fertig. Hoffentlich werden wir das nicht bereuen. Doch heute reiten wir mit den Hunden. Emo. Keine Sorge, ihr werdet das nicht bereuen. Vorsicht mit solchen Aussagen. Vermute ich zumindest. Na gut, wir müssen mal kurz Pause machen, Leute, bis gleich. So, Kenners, da sind wir wieder. Wo waren wir denn überhaupt? Ich hab Scouts ausgebildet. Also, wir haben Burgund eingenommen. Ach ja, Tatsache. Und du könntest hier vielleicht noch irgendwie ein Tor machen, damit man da auch rauskommt und nicht mehr immer nur bei meiner Seite. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Hast du nicht ganz unrecht. Und irgendwo ist gerade einer, ein Feind reingekommen. Weil irgendwo ist ein feindlicher, ist bei uns gerade ein feindlicher Ritter. Was? Oder eher gesagt, gleich der Kavallerie. Achso, naja, ja. Ah, vielleicht ist er kurz durchgegangen, als das Tor kurz offen war, weil ein paar meiner Dorfbewohner durchgegangen sind. Es kann auch sein, dass der vielleicht unten reingekommen ist. Ich weiß es nicht, aber möglich wär's. Ja, das probiere ich kurz einmal aus. Gut, das. Nein! Ja. Einfach nur nein. Ja, schön. Was brauche ich noch für die nächste Zeit? 200 Gold. Hast du mir kurz 200 Gold? Kann ich da gerne mal senden. Perfekt, dann kann ich in die nächste Zeit, Alter, gehen. Oh, hallo. Das sind ja welche. Oh, Ramme. Mhm. Siehst du? Lass du mal deine Burg auf die Ramme konzentrieren. Bringt nichts. Burg macht zu wenig Schaden. Hallo, Mensch. Gib die Mute-Taste oder sowas. Entschuldigung, ich hatte meine Handkarte nicht an der Tastatur. Naja, oh, willst du ja bloß mal gesagt haben. So. Das Gute an so einem Spiel ist, dass hier ist eine Mauer auf. Mauer sofort zubauen. Wo ist die Mauer auf? Hä? Ist doch gar nicht. Ah, nö, achso, das ist ein Tor. Hä? Ja, klar. Ich hab das so quer gestanden, ist gedacht, dass das eine normale Palisade ist. Naja, das ist so ein Tor. Ja, habe ich nicht gesehen. War mein Fehler. Alles gut. Ich sollte dann vielleicht auch mal eine Schmiede bauen. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, ja. Warum fällt denn hier Holz? Das soll hier oben Holz sein. Irgendwo hier müssen ein paar wenige Leute vom Weströmischen Reich sein. Ja. Wahrscheinlich so 2-3 Leute sind das. Habe ich eigentlich schon eine Schmiede gebaut? Nee. Aber da ich ja nur auf berittene Bogenschützen gehe, oder größtenteils, mache ich mal nur die. Also auf Ritter soll ich, Berittene soll ich jetzt nicht den Aushalt, die berittenen Bogenschützen. Mach du mal Bogenschützen, ha, ich kann schon Ritter machen und alles.
Ich mach Ritter und ein paar Legionäre. Okay, wenn das so ist, dann mache ich hier die eine drei Stelle weg und dann kann ich da noch stattdessen, wenn ich die Ressourcen nicht habe. Ach, kannst du trotzdem da behalten, vielleicht brauchen wir ja noch. Im Notfall. Jetzt habe ich sie schon weggemacht. Na gut, dann ist das halt so. Ne? Da oben haben wir noch Steine, okay. Mal hier ein paar zum Steinknüppeln abziehen. Amramindu. Gut, dann brauche ich noch ein kleines bisschen. So. Ich hab dann an sich mit gleich mit die besten Dinger, die besten Dinger. Die besten berittenen Bogenschützen, die es gibt. Meinst du? Ja. Oder halt, die man in diesem Spiel machen kann. Hm. Hast du auch sämtliche Boni mit einberechnet? Die sämtliche Boni? Die besten, die ich in diesem Spiel momentan machen kann. Fertig. Okay. Und Ausbildungsgebäude habe ich auch, brauche ich jetzt auch noch viele. Dann tue ich. Ich habe dann 9 Ausbildungsgebäude. Naja, geht noch. Ich weiß zwar nicht, für was ich sie brauche. Wirst du schon noch früh genug rausstellen? Hä? Wirst du schon noch früh genug rausstellen? Ja, das stimmt. Boah, das ist alles so goldintensiv hier, ey. Kimo. Belastet. Ohrhatsching. Ohrhatsching. Brauchen wir noch ein paar Stelle, ja. Amarmindu. So. Ich weiß nicht, lohnt noch Tarkane? Nein, ne? Ich baue dann einfach ein paar Böcke und dann schallern wir die weg. Ja. Geil. Burgund greift die Burg an. Ja. Perfekt. Es könnte vielleicht sogar ein bisschen Schaden machen, immerhin. Das sind 2 Rahmen. Die machen ja übel Party. Ah, die haben auch schon die Böcke. Naja. Ja. Das reicht nicht. Das langt noch nicht ganz. Wird man das sehen, was die da drin haben? Aha, Schwertkämpfer. Ja, ich sag doch, das reicht ganz. Man kann in den Rahmen Leute transportieren? Ja. Ah, hier ist Ritter draußen. Ja. Unvorteilhaft. Nicht alle aufziehen. Kann der Ritter bitte meine Leute in Ruhe lassen? Danke. Wir haben auch schon Chevaliere, wo wir das ranhalten. Ja. Könntest du vielleicht irgendwo. Oh, Angriff? Ja. Muss ich mal meine Truppen hier zurückziehen? Ach nö, ich hab Gold. Sacher, wie was war ja? Unbedingt was verkaufen dann. Nahrung konnte ich gerade übel gut verkaufen. Das ist sehr schön. Für übel viel Geld. Kann ich ja kein TC bauen. So, wollt ihr einen Angriff sollten machen? Lass mir noch ein bisschen Gold schicken. Ich habe gerade selber keinen. Das ist nicht vorteilhaft. Weil ich habe. Bin gerade dabei, eine kleine berittene Armee auszubilden. Achso. Immerhin 26 schwere berittene Bogenschützen können sich, glaube ich, schon sehen lassen. Ja. Kann man schon so machen. Infanterie und Kavallerie haben plus eine Angriffsstärke. Zählt das nur für Nahkämpfer oder? Na, Infanterie und Kavallerie. Ah, okay. So wie es da steht. So.
Gut, dann mache ich. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, es ist übel wenig Goldquarz da. Das ist unverteilt. Okay, ja, dann bau mal hier irgendwo einen Marktplatz. Nee, alles gut, wir haben hier genug Gold. Wir müssen das bloß. Ich muss das bloß abbauen. Das ist das Problem. So, jetzt kann ich endlich mal hier meine heißgeliebten Paladine entwickeln. Mit kleiner. Ja, komm, komm mit. Okay, also ich habe jetzt schon hier ein paar Dinge. Und das Gute ist, ich an sich, wenn ich Gold irgendwoher gut bekommen würde, bräuchte ich eigentlich keine Felder. Ja, na, du hast doch. Kannst zum Beispiel hier unten bei dem mit wegbauen. Dann hier drüben haben wir auch noch übelst viel unbebergtes Gold. Wo wir immer hier Ritter von mir sind. Ja, also ja, wir haben noch viel Gold. Brauchen wir noch keinen Handel machen, das lohnt noch halt. Welcher Stein hat den Paladin entwickelt? Ach, der hier. Dann baue ich hier unten. Weil ich habe das Glück, dass die berittenen Bogenschützen nur Gold und Holz kosten. Ne? Ja. Brauchst du immer noch Gold? Im Moment nicht. Okay, gut, dann hau ich einmal ein beinahe 1000 Gold für berittene Bogenschützen raus. Würde ich mal sagen, gönn dir. Ja, ich könnte eine Burg bauen, nur die Frage ist, wo. Kann ich kann sogar zwei bauen, glaube ich. Nö, einfach nur so aus Interesse, wo ich die. Ich würde sagen, wir machen es erstmal rotblatt. Da gehe ich mit ein paar Tribögen hin und rammel die Burg auseinander. Yep. Leute, deren Soldaten werden einfach auseinandergenommen. Wie nichts Gutes. So, dann machen wir hier 5 Tiefböcke, machen wir hier noch ein paar Helleportierte. Es sind doch Helleportierte. Ah, ja. Mal, wo wir Kaserne rumstehen. Sehr schön, Paladine. Wunderschöne Geräte. So, das brauchen wir. Mal Chemie. Naja. Chemie haben wir. Naja, Feuer, Fernwaffen, Einheiten außer Schießpulver, einen plus 1 Angriffsstärke, nehmen wir mit. Ach, nicht so. Ich bin gerade in erster Entwicklung von Ballistik. Ja, ich sehe es. Linie, ja. Alle schießen daneben. Siehst du. Was sieht hier sogar noch teilweise die Spur von denen? Ja, ja. Habe ich da entwickelt? Ja. Ah ja, jetzt Ballistik ist entwickelt. Timo, Berlin. Das. Warum dümpelt denn meine Leute hier bei dir rum? Keine Ahnung. Fragst du doch selbst. Kann ich ja nicht. Drehen ja nicht mit mir. Dann guck ich. Aber ich baue dann hier noch mein drittes Dorfzentrum auf, damit du es weißt. Wo? Da, wo ich das gesagt habe. Ja. Oh, ich habe gerade so nebenbei einen Angriff des Roten abgewehrt. Ach, die Wahnsinn. Irgendwie kommt es mir vor, dass die Missionen jetzt immer leichter werden. Von Mission zu Mission. Geht irgendwie schon. Komm ich noch den Trieber?
die Box. Von Folge 1 haben wir irgendwie die, habe ich zumindest irgendwie das drin, die Verwechslung zwischen Tribok und Rambok. Ja, nee, irgendwas anderes haben wir daneben gehört, aber sowas in der Art, sowas schon, ja. Nö, das war das. Das war das. Achso. Naja, wenn du meinst. Ich glaube, das, was ich hier an einer Armee habe, ist recht OP. Ja. Aber gegen die Burg kannst du, glaube ich, mit denen nicht so viel machen. Ja, ja, ja. Komm mit, wir greifen mal die Burg an. Die noch, Wir greifen mal die Burg an. Ja. Wieso hast du die Spielgeschwindigkeit geändert? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz Pause machen. Auch Aufnahme? Nee, ich will gucken, ob ich die Aufnahme auszusehen. Stumm geschaltet habe? Nee, läuft doch okay. Ich muss an meine Mute-Taste für OBS nach dem Spiel umbelegen. Geht mir auf den Sack. Oh, was hast du? Kann ich naja, auf Minus. Finde ich, ja. So, geht weiter. Hat sich erledigt. Ja, meine Triebwerke ist nicht mitgefahren. Finde ich sehr geil. Warum auch immer, aber anscheinend sind dahinter sehen. Wait a second, kann es sein, dass wir die auch Busch, ja. irgendwie einnehmen können? Hm. Zieh mal deine Leute da weg, sonst bringen die. Wie ist's gemacht? So, Burg fällt gleich. Wunderschön. Oh, jetzt da kommen sie mit ihren Ramböcken. Ach, was sollen sie auch machen? Die wollen wahrscheinlich in die Brücke ran, aber das können sie machen. Nö, ja, alles gut, das mach ich schon. Wieso? Weil guck mal, wie schnell naja, die Ramböcke sind. Gesehen. Weggeschallert, ja. Und vor allem, ich hätte noch Platz für ungefähr nochmal diese Soldatenanzahl. Ah, aber mit Nahkampf geht es noch natürlich noch schneller drauf. Stimmt. Ja. Dann scoute ich hier kurz ein bisschen deren Dorf aus. Wo dies? Oh. Da ist es eigentlich. Das sind Max, glaube ich. Die, ja. Nö, das sind die Hunnen. Was? Banken. Ist also Hunde. Nö, ich habe einfach nur falsche Einheit angeschaut. Ich habe eine von unseren Einheiten aus Versehen angeschaut. Das wird eine von denen. So, hat's erledigt. Alter, die waren jetzt irgendwie einfach. Ja, ne, wir haben ja schon übelst eine Armee gehabt. Ja, stimmt auch wieder. Obacht, da kommt ein Paladin. Ja, ich seh's. Ich würde sagen, kurz Rückzug. Wieso? Armee vergrößern. Das reicht. Nö, weil ich würde noch gerne ein paar Soldaten ausgeben. Die kannst du hinterher schicken. Okay. Ah, entspannt, unser Bubbedotter kommt auch mit zwei Ram. Besser als nichts? Zwei Ram und ein paar Langschattkämpfer? Ja. Zerstörst du mal ein paar von den Wellen? Ja, bin schon dabei. Okay, hab ich gesehen. Na, jetzt kannst du auch mit Figuren haben. Ja, hattest du nicht irgendwie gesagt, dass CKI hier mitdenkt? Ja, kann sein. Und uns auch kontern kann?
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob... Irgendwie meine Schützen regeln das hier. So, hier knüppelt man das Dorfzentrum weg, Herr Weiler. Immerhin, eigentlich sind die Pikiniere doch die Konter gegen alle Berittenen, oder? Naja. Ja. Könntest du mal deine Pikiniere da aus der Mauer schicken? So, die stehen weg aus. Ja. Ich glaube, die sind sauer. Wieso? Von wo kommen die? Ich glaube, ich weiß, von wo die kommen. Wieso? Wo kommen die? Ich wette, die kommen von hier. Wieso glaubst du, dass die kommen? Wurde doch gerade gesagt und außerdem steigt deren Punktezahl auf einmal übel. Naja, das stimmt. Von 50 auf 1000 noch was. Die müssen eigentlich jetzt von irgendwo angreifen. Na gut, die haben auch noch nicht besiegt. Das ist nervig. Machst mal die Ausbildungsgebäude kaputt, ja, so. Ich schaue währenddessen auch, ob die von da kommen. Oder sie kommen wirklich wortwörtlich vom Westen, also vom Fluss. Kann sein, ja. Ich erkunde einfach mal mit meiner Armee, von wo die kommen. Genau, mach mal. Mach dabei mal hier die weiter nieder. Ah, die heben ja noch Paladin aus. Ja. Die haben wohl eine Macke. Ach, da kommen sie, ja. Deine Armee ist gerade reingeritten. Ja, easy, das kriegst du. Naja. Warte, ich komme zur Unterstützung. Ja. Ich glaube, das kann. Ja, das schaffe ich auch alleine. Okay. Im Nahkampf. Easy, entspannt. Wenn es nur ein paar sind. Ah, du könntest trotzdem kommen für die, wo. Oder? Ach, sieht doch. Ach so, ist alles gut. Ich glaub's nicht, oder? Naja. Ja, doch, du machst es. Nein, ich mach's nicht. Okay, scheiße. Oder? Naja, das war knapp, aber du schaffst, glaube ich. Ah, hier oben sind die. Ah doch, schaff ich noch. Sehr schön. Aber, kann gut sein, dass ein paar Leute durchgekommen sind, trotzdem. Aber wo sind sie denn hin? Ja, stimmt. Die werden wir schon spätestens merken, wenn sie uns angreifen. Yep. Ach du Scheiße, okay, das war klar. Ekelhaft. Ich muss auch meine Typen decken. Sonst ist das nämlich ein Problem. Au. Oh, Was? Mir fällt hier die Burg. Oh. Haben wir noch komplett vergessen. Ah, ja. Ah, jetzt sind auch die tot. Weil ich hab. Da gerade einfach nur gedacht, fuck, wo werden die angegriffen? Oh fuck, da steht ja noch die Burg! Mhm. Wie gut eigentlich. YOLO, wir haben jetzt eh gewonnen. Deswegen gehe ich einfach mit meinen spiele ich jetzt einfach mal kurz offensiv. Willis. Okay, berittene Bogenschützen sind gegen Burgen extrem schlecht. Ich hab die Brücke hier, alles gut. Ja.
Genau. Oh, greif mal die Böcke an. Nee, ich bin schon dabei. Boah, hat sich auch erledigt. So, wo haben wir jetzt noch? Entspannt. Ja, das war ja easy. Hier, ein Legionär war sogar noch da. Wo? Bei Ach, der. Hier unten, ja. Ein Legionär. Mich werdet ihr nie finden. Der letzte Legionär. Ja. Die letzte Legion. Ja, komm, wir müssen das ein bisschen unterbrechen hier. Auf Erlebnisse. Oh, so. Der hat 4 Reliquien, der Franke. Also der Hauptfranke. Mensch, du hast mehr getötet als ich. Woran könnte das wohl nur liegen? Wahrscheinlich schon mal nicht an den Römern. Die ja ganzes Herz nicht reingeschickt haben. Ja. Naja, würde ich sagen, war doch ganz schön, oder, liebe Freunde? Dann bis zum nächsten Mal und gönnt euch. Ciao.